Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls L2. Und wir müssen jetzt durchsucht das Grabmal der Schlangen. Wo ist das? Wo ist das? Aber hier haben wir doch auch noch eine Aufgabe. Die stromfeste Entführung. Die Wut der Drachen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das hier an. Was ist denn, wenn ich hier hoch hier? Die Wut der Drachen. Und wir müssten eigentlich hier unten hin. Ist hier irgend schon. Also, Drachen sind hier genug, aber wird noch keiner umkämpft. Gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Ich hatte mich hier zu dem Stallmeister gestellt, in der Hoffnung, dass ich da noch Gepäck zu kriege, aber ohne Money. Ohne Moos nichts los, ne? Ja, wir sollen nochmal mit denen reden. Noch eine Außenseiterin kommt nach Aelsweir. Als ob wir nicht schon genug Ärger mit Abnurtaren und den Drachen hätten. Ja, achtet nicht schon auf mich. Wenn Drachen in meiner Heimat wüten, schlägt mir das auf die Laune. Doch wir hatten die doch schon. Ich bin Kamira. Ich unterstütze den Sprecher der Mähne und diene als seine Agentin. Da sowohl die Usurpator-Königin als auch die Drachen das nördliche Aelsweir verwüsten, gibt es eine Menge für mich zu tun. Zu viel befürchte ich, doch ich werde das durchstehen. Was kann ich euch erzählen, was ihr euch nicht selbst denken könnt? Dass diese furchterregenden Kreaturen aus den Legenden zurückgekehrt sind, um Aelsweir zu bedrohen? So viel liegt ja auf der Hand. Verdammt! Das ist alles die Schuld von Abnurtaren. Mögen dunkle Monde ihn holen. Ich lese es ja nicht vor, fällt mir gerade auf. Also ja, ihr könnt ja auch lesen. Was meint ihr damit, dass das alles die Schuld von Abnurtaren ist? Wir haben das schon mal gehört, aber die Aufgaben, warte mal, die kamen, glaube ich, im Nachhinein. Die hatte ich nicht angehört. Ich habe noch eine andere Nekromantin privat am Zocken und da bin ich schon durch. Und stimmt, da dachte ich noch, Mensch, das hast du ja nicht gezeigt gehabt. Ich sollte vielleicht privat nicht eine fast ähnlich aussehende Nekromantin spielen. Dieser arrogante Kaiserliche. Für einen Berater von Kaisern und einen berühmten Kampfmagier legt er einen verstörenden Mangel an Vorsicht an den Tag. Es war Abnurtaren, der die Kolosshallen betrat und die Drachen freiließ. Er meint, dies habe nicht in seiner Absicht gestanden, aber... Ihr glaubt ihm nicht. Was zählt schon, was ich glaube? Drachen sind nach Aelsweir gekommen und vernichten alles, was mir lieb und teuer ist. Es ist, wie die Mondsänger sagen, der Weg ins Reich des Vergessens ist mit guten Absichten gepflastert. Und deshalb sei Abnurtaren verdammt, verdammt dafür, diesen Schrecken entfesselt zu haben. Genau. So, Fürst Gereshri. Ihr reagiert auf Abnurtarns Brief? Eine der vielversprechenden Abenteuerinnen? Ich hoffe, ihr könnt uns helfen. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Stromfeste und der Provinz nördliches Aelsweir, die auch als Anekina bekannt ist. Ich bin der Sprecher der Mähne. Der Sprecher der Mähne? Eine Position, in der ich schon seit vielen Jahren treu diene. Ich repräsentiere unseren geistigen Führer. Die Mähne. Des Weiteren befehlige ich in diesen schwierigen Zeiten die Verteidigungsstreitkräfte des nördlichen Aelsweir.
Wir haben es leider mit mehr als nur Drachen zu tun. Mehr als nur Drachen? Vor einigen Jahren eroberte Abnur Tarns Halbschwester Euraxia Krempen und Teile des nördlichen Elsweyr. Wir haben Stromfeste vor kurzem befreit und wollten das gleiche auch für Krempen tun, als die Drachen erschienen. Es ist fast so, als ob sie ihr zu Hilfe geeilt wären. Wie kann ich euch helfen? Tut, worum Abnur Tarn bat. So wie er einst der Berater von Kaisern war, hat er nun eingewilligt, mir beim Entwickeln von Strategien und Taktiken für den Kampf gegen die Drachen zu helfen. Es ist das Mindeste, was er tun kann, da er an der Entfesselung dieser schrecklichen Bestien beteiligt war. Alles klar. So, dann war doch hier noch irgendwo eine Aufgabe, da drüben, glaube ich. Oder machen wir das jetzt zuerst mal? Ach, das gehört zu der anderen Aufgabe, ne? Mit unserem komischen Ermittler. Machen jetzt die Drachen. Die Wut der Drachen. So, wir müssen hier raus, ne? Mal gucken, mal da hinten wird gekämpft. Schaffen wir es bis dahin? Wahrscheinlich nicht. Lass uns mal zu dem Drachen reiten. Mal sehen, ob der noch da ist, wenn wir da ankommen. Ist ja so eine Sache. Jetzt brauchen wir eigentlich was gerade durch. Wartet auf mich. Wenn mal der Drache ist. Beste ist natürlich, wenn man in der Nähe dann Portpunkte hat. Das wäre natürlich ideal, ne? Drache höher. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Ich muss mich bloß nicht treffen lassen. Hört sie wie aus, na Quatsch. Wie aus Skyrim an. Oh, wir sind tot. Boah, stell dich halt ins Feuer, nie. So
passiert hat manchmal. Jawohl, er ist tot. So, den Drachen durchsuchen. Wir kriegen hier nämlich richtig viele Sachen hier. Drachentöter. Freunde, wir haben endlich nach der vierten Folge jetzt, oder ist jetzt die vierte Folge, haben wir einen Drachen gesehen. Sehr gut. Fertigkeiten, was haben wir denn jetzt wieder gekriegt hier? Mal gucken, bei Zerstörungsstab. Mit einem. Ich hab. Achso, ich hab hier bloß wieder was dazu gekriegt. Seelenmagie. Ach, ich habe ja die Seelenfalle noch irgendwo drauf. RB. Okay. Ich hab mir mal Gift auf meiner Waffe gehauen. So, Vorräte. Halb verdaute Dokumententasche. Benutzen wir mal. Gefälschter Begnadigungserlass. Begleicht das auf euch ausgesetzte Kopfgeld in Höhe von bis zu 500 Münzen und macht aktuelle Taten und Verfehlungen ungeschehen. Topf aus Elsweier, Steinware. Alles klar. Ein Drachenkügelchen. Zerkaute Wertstücke aus dem Bauch eines Drachen. Verkauft diesen Gegenstand gegen Gold an einen Händler. 100 Goldstücken, immerhin. Stromfeste Fragment. So, das werden wir mal lernen. Achso, hätte ich ja weg. Warte mal, habe ich überhaupt Morgenstundtee? Und Drachengalle. Gut. Hätten wir das auch mal geschafft? Achso, warte mal. Wir waren da noch im Inventar. Ach, wir hatten da noch was. Erhöht euer maximales Leben um 814. Gewährt 103 Lebensgenerationen. Erhöht euer maximales Leben um 880. Dann nehmen wir erstmal das hier. Lebensgeneration und Erhöhung vom... Ist ja schon mal nicht verkehrt. So, würde ich sagen, reiten wir mal wieder zurück und kümmern uns dann um den... um die Aufgaben. Oh, ich liebe Drachen, ey. Drachen sind... machen Laune. Oh, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ihr habt... in einer von den letzten Folgen. Wir werden jetzt erstmal die drei Orte untersuchen. Und dann gucken wir mal, was die Zeit sagt. So, wenn jetzt hier irgendwo die Straße abbiegt, biegen wir mit ab. Wie die hier zum Beispiel. Nee, warum haut der auf uns? Wir sind nicht der Feind, Jung. So, untersucht die Aufwallung der Macht. Hier sieht es doch so aus, als wenn wir hier hoch müssen, oder? Die Aufgabe kenne ich natürlich noch nicht. Nein, Azazel, berührt niemals ein dädrisches Monster, insbesondere kein totes. Seid nicht so ein ängstlicher Netsch. Die Toten können uns nicht wehtun. Aber woher meint ihr, dass es kam? Es stinkt nach Kaltrafen. Vielleicht hat es ein Lakai der Usurpator-Königin beschworen, ja?
Terduna. Was für ein Gestank. Das ist der Gestank von Kalthafenwanderin. Darüber, wie ein so furchteinflößendes und gefährliches Wesen tot unter unserer Lieblingsfelsnadel liegen kann, will diese nicht mal spekulieren. Nur ein extrem mächtiger Magier hätte ein solches Monster beschwören können. Neue. Azazel. Fass das tote Ding nicht an, sagt Teduna zu mir. Als ob ich nicht wüsste, wie man mit der Leiche eines Daedra umgeht. Ich frage mich, was ihn getötet hat. Vielleicht ist er einem Drachen begegnet? Ja, vielleicht. Cool, wie die Geier hier auf den Viechern rumhocken. Oh. Dachs, Alter. Ach nee, war ein Stinktier, ne? War ein Stinktier. Ein übel riechender Sack. Ist seine Krone versteckt? Gammlige Truthahnkeule. Diese gammlige Truthahnkeule aus einem Sack voll verdorbener Lebensmittel sieht angebissen aus. Man hier, man kommt immer von einem zum anderen hier irgendwie. Oh, da hinten. Eine Himmelsscherbe. Der Reiher hier. Er schläft noch. Überall sieht man immer irgendwas und dann will man da hin und... Ist es nicht furchtbar? Nee, eigentlich nicht. Man hat hier immer irgendwas zu tun. Okay, der wurde vergiftet. Ich weiß ja nicht, ob ich noch Seelensteine habe. Die Knochenrüstung sieht auch einfach nur geil aus. Oh, was haben wir denn hier? Hier liegen lauter Tote. Weggeworfene Befehle. Truppführer Pantheus, Ihre Majestät Königin Euraxia und ihr Hofnekromant Zumok Fom haben eine Reihe unbekannter Impulse magischer Energie festgestellt, die unbequem nahe an der Westgrenze von Krempen stattfanden. Begebt euch mit eurem Trupp unverzüglich zu den Standorten, die auf der beiliegenden Karte markiert sind. Euer Befehl lautet, diesen Bereich zu untersuchen, ungewöhnliche Kreaturen oder Vorkommnisse zu dokumentieren und mögliche Passanten zu Befragungszwecken festzunehmen. Nur um sicher zu gehen,
Ihre Majestät braucht sie lebendig. Versagen ist keine Option. Leutnant Lepida, 1. Euraxische Legion. Alles klar, sprecht mit Ich Lara habe euch hat. Gesehen, Reisende. Warum bestehen alle Außenseiter darauf, sich verdächtig zu verhalten? Wir waren ja nicht verdächtig. Ich habe euch von einem Ort zum nächsten gehen sehen, genau wie den Mann mit dem Topf auf dem Kopf. Gehört ihr zu den Soldaten, die jeden Flecken Land umgraben wollen? Oder seid ihr einfach nur ein kranker Geist, der Spaß daran hat, durch die Wildnis zu schleichen? Welcher Mann mit dem Topf auf dem Kopf? Nun tut nicht so unschuldig, Fremde. Ihr müsst auch mit diesem blassen, hageren Narren mit dem lächerlichen Schnurrbart zusammenarbeiten. Warum sonst würdet ihr die gleichen Orte aufsuchen, die er besuchte? Außer... Seid ihr eine Agentin der Usurpator-Königin? Usurpator-Königin? Euraxia. Jene verhasste Kaiserliche, die Krempen eroberte und einen falschen Anspruch darauf anmeldet, Königin zu sein. Nun tut nicht so unwissend, Außenseiterin. Davon hatte ich schon genug, als ich mit dem Mann mit dem Topf auf dem Kopf sprach. Wohin ist der Mann, gegangen? Ah, ihr klingt ja fast so verwirrt, wie er es war. Er sprach ständig mit seinem zahmen Echsenvogel, als ob er eine Antwort erwartete. Ach, als ich ihn das letzte Mal sah, ging er nach Westen. Ich schätze, ihr findet ihn in dieser Richtung und südlich von Stromfeste. Nur trödelt hier nicht länger herum. Alles klar, wir gehen den suchen. Geht, geht! Findet den blauhäutigen Narren, der ein Kochbehältnis trägt, als wäre es ein Helm. Ich werde euch nicht aufhalten. Doch, falls ich euch wiedersehe, werde ich nicht zögern, euer seltsames Verhalten der Obrigkeit zu melden. Ach, das ist Dings hier. Catwell. Oder Catwell. Wo ist der da unten? Wir kennen den ja noch aus meinem anderen Let's Play, wo wir in Kalthafen waren. Und der mit seiner Laute gespielt hat und den Kochtopf auf dem Kopf hat. Das ist ja cool. Hier ist ein Schrein. Den würde ich jetzt gerne erstmal aufsuchen. Der Wegschrein von Stromfeste. Ich glaube, der ist ein wenig zu stark für uns, oder? 119. Und so eine Gegner habe ich das am aktuellen, in dem anderen Let's Play zu tun. Verblüffend! Es sieht genauso aus wie der schöne Ort, von dem ich träumte. Deshalb führten mich meine Portale wohl hierher. Letzten Endes. Oh je, der hat eine andere Stimme. Kunzari Ursprung. Oh, der hat eine andere Stimme. Der hatte damals... Ich weiß ja nicht mehr, was der für eine Stimme hatte. Jedenfalls war die besser gewesen. Hallo, seid ihr auch gekommen, um diesem armen Kerl euren Respekt zu erweisen? Das war schon eine höchst seltsame Sache. Ich träumte, dass ich auf genau diesen Grabstein herabblicke. Also kam ich her und da war er. Steinhart und greifbar und so.
Ist der Grabstein wichtig? Wichtig? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze schon. Ich sah das schließlich wie in einem Traum. Oder war es eine Vision? Die beiden verwechsel ich immer. Auf jeden Fall spürte ich eine Anziehung und trat durch eine Tür. Und dann, babalabab, Ehre ist ein Batangua und hier war ich. Abnur Tarn hat mich losgeschickt, um die Energieaufwallung zu untersuchen, die er entdeckt hat. Tarn, sagt ihr, der grummelige Kampfmagier. Wie geht es dem alten Knaben? Diese Aufwallungen waren wahrscheinlich bloß ich. Mein Portal brauchte ein paar Versuche, bis es den genauen Ort anvisiert hatte. Warum seht ihr euch nicht mal den Grabstein an und prüft, ob ihr etwas daraus deuten könnt, hm? Was ist an den anderen Städten geschehen, die ihr besucht hattet, bevor ihr diesen Grabstein fandet? Nun, ich brauchte einige Versuche, um den genauen Ort zu finden, den ich im Traum gesehen hatte. Ein paar echt grässliche Burschen hielten den ersten Ort besetzt, den ich besuchte. Sie wollten, dass ich mich ergebe, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Natürlich habe ich ihnen eine Abreibung verpasst. An einem der Orte sah ich einen Bantam-Gua, der in einem üblen riechenden Sack herumwühlte. Übel riechend? Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich dabei um mein Mittagessen handelte. Kaum zu glauben, dass ich es verloren habe. Und mit Bantam-Gua meint ihr bestimmt mein treues Ross Ehre. Das schnappt sich immer meinen Proviant. Er frisst wie ein Mammut und ist schlau wie ein Fuchs, der Kerl. Und habt ihr auch den Ogrim beseitigt, den ich an einer der anderen Stätten fand? Beseitigt? Warum sollte ich so etwas Schreckliches tun? Ich liebe diese reizenden Moppelchen. Leider stand Krog ein wenig zu dicht neben mir, als ich mein Portal öffnete. Das arme Ding ist einfach reingefallen und wurde ordentlich umhergewirbelt. Wenn das Genick bricht, macht das ein garstiges Geräusch. So, dann gucken wir mal. Uralter Grabstein. Hier ruht das Haupt des Verräters, dessen Name aus der Geschichte verbannt wurde. Mögen die Teile seines zerstückelten Leichnams verborgen bleiben, bis Jone und Jode vom Himmel fallen. Waren die Worte für euch dieselben? Manchmal will mich geschriebene Sprache verwirren. Wörter ändern sich und tauschen den Platz. Sehr lästig. Auf jeden Fall erwähnte der Grabstein den Verräter. Klingt nach einem garstigen Kerl. Ich frage mich, ob ich ihn schon mal getroffen habe. Warum meint ihr, habt ihr von diesem Grabstein geträumt, wenn er das nicht so jammer ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Die Worte darauf werfen aber allerlei Fragen auf. Wer ist der Verräter? Wen hat er überhaupt verraten? Warum haben sie nur seinen Kopf begraben? Und wo haben sie den Rest von dem armen Kerl gelassen? Ich habe keinen Schimmer. Abnur Tarn meinte, ich soll fragen, ob ihr uns bei Elsweyers Drachenproblem helfen würdet, falls ich euch finde. Drachen? Ich habe nicht mehr gegen Drachen gekämpft seit... Wisst ihr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich bin mir sicher, dass ich zu meiner Zeit gegen einen oder zwei von denen gekämpft habe. Ich war schließlich ein edler Ritter. Natürlich helfe ich. Ich will nur dieser Traumsache noch etwas nachgehen. Was genau seid ihr? Sind wir das nicht schon durchgegangen? Ich bin ein edelmütiger Ritter. Oh, ihr meint die blasse und hinreißende Hautfarbe. Ich bin ein Seelenberaubter, ein Bewohner des wunderbaren Kalthafens. Ich bin der Älteste meiner Art und so etwas wie ein Vorbild für sie. Zumindest für die, die nicht wild geworden sind. Warum tragt ihr einen Topf auf dem Kopf, mein Gott? Man nennt es einen Helm, solltet ihr wissen. Die richtige Kopfbedeckung für einen wagemutigen Ritter.
Nicht jeder lässt sich dazu herab, solch Affigkeiten wie ihr zu tragen. Ach, entschuldigt, alte Hütte. Eure Gewandung ist natürlich völlig angemessen. Passt wie der Po aufs Eimerchen. Wirklich. So, mir wurde ja noch gesagt, von wegen Helm ausblenden, aussehen, Kopfbedeckung, freie Sicht. Zeigt euer Gesicht, nutzt freie Sicht als Kopfbedeckung, um kosmetische Helm, Hut und Haube zu entfernen. Recht herzlichen Dank für diese Information. Dann können wir das ja hier mal aufsetzen jetzt, ja? Ich verstehe denn nicht, warum das hier, wenn ich hier auf Einstellungen gehe. War ja hier Spielwelt. Ne, warte mal, warte. Spielwelt. Helm von Verwandlungen verbergen. Und da steht doch versteckt ausblendbare Kopfbedeckungen von Verwandlungen. Ausgerüstete Helme können an einem Monturtisch oder mit einem Sammlungsstück der Kategorie Kopfbedeckung ausgeblendet werden. Naja, gut, Sammlungsstück, aber so richtig schlau wird man daraus jetzt auch nicht. Na, wie auch immer. Recht herzlichen Dank. Für diesen Hinweis. Der hat mir sehr gut jetzt gerade geholfen. So, Freunde der Sonne, wir werden uns jetzt hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.